Hallo und herzlich willkommen zu Anno 1404 Venedig mit mir, dem Gaius Julius Caesar, und ich bin hier nicht alleine. Es geht schon richtig los. Ich bin nämlich auch noch hier zusammen mit dem Joshua Gaming. Grüß dich. Hallo. Und auch noch mit Gamer Jans. Grüß dich. Hallo, ich habe So, keine Ahnung, was ich hier tun soll. Gamer Jans kennt das Spiel überhaupt noch nicht. Der ist jetzt aber auch schon mal dabei. Die Insel ist Wir zu werden klein, die jetzt. erste, würde ich sagen. Ja, die ist zu klein. Das ist Wie nichts. könnt ihr eure Schiffe überhaupt bewegen? Ich habe hier Oh, nichts, was ich. immer nach Osten. Immer Oh nach Osten. ja. Schnell. Weil das ist schon Dürfte der ich bitte Ort, der. erfahren, wie ich Schiffe bewegen Ich kann? habe die beiden Schiffe gerade, deswegen können die gerade nicht bewegen. Genau, wenn der Joshua jetzt die Schiffe ausgewählt hat, können wir die nicht bewegen. Also für euch als Information. Zum Beispiel, ich habe jetzt das eine Schiff genommen. Gott, ist die Minimap klein. Und jetzt gehe ich mal hier gen Osten. Wir können uns ja aufteilen mit Ah, den hier Schiffen. Bilanz. Aber das ist echt eine Joshua. schöne Orientsiedlung. Das ist schon die erste Ja. dort. Da ist gleich Bilanz. Kaffee, Indigo und Seide. Aber es fehlt. Bilanz minus Ach, 15, ja Datteln. geil. Datteln fehlen, das ist das Ja. Wichtigste. Ich gehe schon mal zu dem Lord Northbrook und kaufe gleich mal das Werkzeug und das Holz. Hier fehlt Most. Das ist blöd. Boah, ja, das ist nicht so Das heißt, gut. ich gehe mal noch. Ich gehe mal ein bisschen nordöstlich davon noch. Obwohl, oder wollen wir uns die Insel mal sichern für später, dann für Getreide und Kräuter? Das können wir machen. Genau, Ich dann habe überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. einfach erstmal zuschauen. erstmal ein Kontor schnell hinbauen. Nee, warte, lass die Insel schnell sichern. Soll ich das Kontor bauen? Warte, ich mach das schnell. Achso, hast du schon? Hä? Ich dachte, wenn ich das ausgewählt habe, kannst du es nicht machen. Kann ich doch auch nicht, oder? Anscheinend doch. Okay. So, du darfst wieder weiterfahren. Aber die Insel ist echt groß. Wenn da noch Most gewesen wäre, wäre die ganz gut. Ja, das ist ein bisschen schade. Jetzt nochmal für alle Was ist denn Zuschauer. das? Wir werden alle drei sozusagen dieselbe Richtung Fraktion oder spielen. so. Dieselbe Fraktion, genau. Also hier mit diesen gelben Segeln, mit den und dieselbe Insel sozusagen. Und wir können uns das aber halt so ein bisschen aufteilen. Ja. Ah ja, die ist doch. Die sieht schon mal Ja. gut aus. Jetzt schauen wir mal, wie groß die ist, oder? Die sollte sehr groß sein, wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, dann würde ich Oder auch genau Moment, warte dieses. kurz. Warte Ja, kurz. ja. Es Hier gibt auf dieser einen Insel, drei was hier Steine. gebaut Obwohl, wird. die Drei sieht ist riesig das. aus. Die nehmen wir sofort. Drei Eisen, drei Ja. Steine, das passt. Ich setze das Kontor, okay? Ja. Was? Boah, die So. ist riesig. Also, die ist gut. Ist die Oh ja. Bilanz eigentlich für uns alle drei oder nur für Ja, die ist mich? für uns alle Für drei. uns alle drei. Also, wir haben schon mal Wow, eine minus gute Insel gefunden. 35. Wir sind ja sehr gut dran. Ja, Wir das machen ist am gerade Anfang Minus. so. Das ist nicht schlimm. Ich baue erstmal jetzt Ach, Holzfäller, hier. ne? Ja, baust du Holzfäller und Fischerhütten und ich mache erstmal. Ist das diese Insel Goldfort, die wir hier nehmen, oder? Nee, Wolfshafen. Wolfshafen. Nee, nicht die. Ach, diese hier. Ach, die sehe ich jetzt erst. Ach, hier. Wolfshafen. Ah, okay. Ich So, ich mach, habe mal ich guck erstmal nur zu. vier Holzfäller gebaut. Und wenn ich jetzt was baue, würde das dann auch mir unterstehen, oder Nein, wie? nein, uns allen. Ach Das so. ist nicht aufgeteilt irgendwie. Ach so, okay. Das ist so ein bisschen Arbeitsteilung sozusagen. Alles klar. Zwei Fischerhütten sollten erstmal reichen, oder? Das ist eigentlich fast zu viel schon für den Anfang, aber in Ordnung, ja. Naja, weiß nicht. Soll ich mal einen Feldweg zwischen dem Marktplatz und dem Hafen Nee, bauen? das brauchen wir gar nicht. Echt Die nicht? Okay. Dorfbewohner brauchen Nee. nur einen Weg jeweils zum Marktplatz. Das ist das Genau. Wichtigste. Wenn nicht, ziehen die nicht ein. Ich fahre schon mal mit dem Schiff noch mal ein bisschen südlicher. Genau, mach das schon Weil mal. schon mal erkunden. Ich kümmere mich so lange mal um die Insel. Also ich kann auch jetzt schon mal für den Gamer Jans ein paar Sachen hier auf der Insel erklären und auch für alle Zuschauer, die vielleicht Anno nicht so genau kennen. Also wir haben jetzt hier unser Kontor am Hafen. Da sind alle Waren eingelagert. Da können wir dann auch Handel später betreiben. Da kommen Schiffe und da wird dann alles be- und entladen. Dann haben wir jetzt hier unsere Fischerhütten, die generieren jetzt erstmal Nahrung. Da reichen zwei jetzt auf jeden Fall aus. Holzfällerhütten ist klar, ne? Die machen Holz. Ich überlege, sollte ich vielleicht sogar eine fünfte Holzfällerhütte bauen? Ja, oder? Dann geht es ein bisschen schneller alles. Ja. Ich weiß noch nicht, soll ich die noch beim Anfangskontor dazusetzen? Sonst hat er halt so viel zu tun. Ja, stimmt nicht. Nee, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir müssen mal noch ein neues bauen.
Ja, ich baue gleich mal. Warte mal, Also ich neuen schaue gleich, ob Marktplatz. Stein ist in der Nähe für später schon mal. Und dann baue ich in die Richtung schon mal ein Kontor. Das ist aber so Da weit rechts weg. ist Stein. Rechts unten. Ja, warte kurz, ich gehe mal kurz alle durch. Ah, hier oben sind zwei und hier rechts unten, genau. Dann werde ich mich mal in die Richtung mit einem kleinen Markthaus setzen. Nur haben wir leider gerade Holzprobleme. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis wir wieder Holz haben. Jetzt, Ich habe noch genau. mal Werkzeug abgeladen von unserem Handelsschiff. So, schauen wir mal. Ich habe jetzt eine Orientinsel mit Gewürzen und mit Datteln noch gefunden. Die Okay. sieht. Ach nee, da ist ein Fluss in der Mitte, oder ein See. Das ist nicht so gut und die ist relativ klein. Das überlasse ich jetzt dir mal kurz. Ich bin jetzt hier gerade noch bei der Insel beschäftigt, dass wir nochmal hier Holz haben. So. Wie viel kostet eigentlich so ein Kontor zum Bauen? Wisst ihr das? Ah, ich bin mir nicht sicher, weil das Markthaus kostet, glaube ich, immer ein bisschen weniger. Ich meine, Mosthof bauen? Nee, noch nicht. Noch nicht, aber bald kannst du den bauen. Wir werden erstmal Der das braucht zweite aber viel Markthaus. Platz. Ist auch schon so eine Plantage oder sowas. Ja, der braucht dann. Ach, das ist aber nett. Nett von dir, lieber Bauer. Ich habe den orientalischen Hafen, also den Scheich, gefunden. Oder Großvezier. Brauchen wir 5 Holz für den Mosthof. Also einen guten Platz habe ich, glaube ich, schon so zwischen diesen Holzfällerhütten ungefähr. Ich würde bei dem neuen Marktplatz das bauen. Ach so, Genau. okay, dann. Und Weil der. du musst mal schauen, wenn du auf die Holzfällerhütten draufklickst, siehst du da so einen Radius. Und den Radius ist der, wo die Holz abbauen. Und wenn du den irgendwo beim Gebäude dazwischen baust, geht auch die ganze Produktion langsamer von den Holzfällern. Deswegen wäre es gut, wenn man den halt nicht unterschreitet, Ja, den Radius. ich kann den aber auch gar nicht in der Nähe des Marktplatzes bauen, also bei Wolfshafen. Nee, Gamer Jans, nicht bei dem Marktplatz, sondern bei dem kleinen Markthaus. Das ist, was östlich von den Holzfällerhütten möglich ist. Das ist das, wo ich neu gebaut habe hier. Rechts unten bei unserer Insel. Ach, hier. Nördlich vom Sohlevorkommen. Da Und du kannst du musst. mal so. Schau halt, dass Gut, der. dann baue ich mal rechts daneben den Mosthof hin. Ja. Wenn da kein Bauernhaus gebaut worden wäre. Ach so, du hast es. Stopp, 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 stopp. Hab's schon gebaut. Ja, ich sehe schon. Aber. Aber naja, gut, wir haben sowieso vollkommene Baukostenrückerstattung. Deswegen ist es nicht so schlimm. Das Problem ist jetzt, hier ist eigentlich dieses Eisenvorkommen, deswegen wollte ich mir den Platz frei halten, muss ich sagen. Also ich hätte es eher lieber bei dem anderen Markt, was noch westlich davon war, gebaut. Bei dem anderen kleinen Markthaus. Ja, soll es wieder abreißen? Nee, alles gut, lass das einfach dort. Weißt du? Ja, Du wir können da meinst. noch ein anderes Markthaus hinbauen. Du meinst dann die Köhlerhütte etwas nördlich davon? Ja. Ein Eiland. Oh, ich habe Man muss schon halt einen hier auch. Dorfbrunnen? Nein, kein Dorfbrunnen. Das ist nur Warum nicht? Dekoration, der Das macht ist nichts Besonderes. nur Deko, ja. Wir müssen Brauchen. auch immer schauen, dass wir ein bisschen platzsparend bauen, sage ich jetzt mal. Alles Ja. einigermaßen effizient wenigstens. Und auch bei den Häuser bauen und so in unserer Siedlung gibt es halt so spezielle Techniken, wie man was bauen muss. Ja, da kenne ich mich aber, muss ich sagen, nicht so perfekt aus. Ja, das Also, habe ich schon öfters mal gemacht. wie kann man denn die Gebäude drehen? Mit welchen Buchstaben? Maustaste mittlere reindrücken. Ach, wir hatten jetzt die Kapelle gebaut. Ich habe die jetzt dorthin gebaut. Ah ja, genau, ich wollte sie genau da auch hinbauen. Ja, Perfekt. ne, ich habe das extra freigelassen, weil das halt diese Ich komische wollte die Kapelle Bautechnik bauen. ist. Ja, ich baue mal noch ein paar. Oh, wir haben nicht genug Holz. Ja, wir haben gerade gleichzeitig die Häuser gebaut. Oh, da unten ist eine riesige Insel im Orient. Seht ihr die? Die Warte würde kurz. ich uns vielleicht holen, Wo? aber das sind halt leider keine Gewürze. Ist Ganz es unten diese links. Wüsten? Ach so, hier Die ganz. da rüber. Ah, hier. Ja, aber die in der Mitte ist doch auch nicht schlecht, oder? Die hat Indigo und noch Kaffee Seide. und Die sollten wir Seide. uns gleich holen, Ja, oder? ja. Ich Und rechts komme ist noch hier eine überhaupt nicht mit. Gewürzinsel. Rechts unten. Ja, die beiden sollten wir uns holen. Die sind auch direkt bei unserer Insel Ja. einigermaßen noch in der Nähe. Und dann würde ich mir trotzdem die ganz große holen für dann die orientalische Siedlung. Das können wir auch machen, aber da brauchen wir trotzdem jetzt einige Rohstoffe. Ja, Holz, ne? Wo sind denn gerade unsere Schiffe unterwegs? Hier ist Das doch eine ist eins. oben bei dem Lord Richard.
Da habe ich gerade nochmal Holz gekauft. Da kann man aber jetzt nur ein Kontor bauen. Ein Holzstück bräuchten wir noch. Hast du schon Ruhm gekauft? Ein Geschenk für den Großvisier? Nee. Warte, dann mache ich das kurz. Ich lade es mit ein. Oh, ich habe das jetzt schon gekauft. So. Halt doch mal die Schnauze, Lord Richard. Ja, ich habe wieder irgendwie so einen Bug gerade, dass ich nichts höre. Du hörst uns nicht, das Ding ist, ich höre den halt auch immer, wenn ihr irgendwas mit dem macht. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Wenn ich irgendwas bauen soll, Bescheid sagen. Deswegen, das Problem bei mir ist irgendwie, ich höre in-game nichts, aber in der Aufnahme hört man es. Ach so. Weiß nicht, was das ist. Ruhe. Okay, ich fahre mit dem Handelsschiff schon mal zu der einen Seite und die Nego-Insel. Genau, mach das. Sicher die uns schon mal. Und danach kannst du ja mit dem Geschenk zum Großvisier gehen. Der Izmir, wo ist denn der? Wird ja auf welcher orientalischen Insel? Orientalische Inseln sind die mit Wüste drauf, oder wie? Richtig. Okay. Ah, ich habe den Izmir in seinem Alchemistenturm entdeckt. Das ist aber die uninteressante Insel. Ja. So, jetzt nochmal für den Game Allianz. Wir haben jetzt Gratulation. Wir haben 100 Ruhm bekommen. Boah, Schnauze, Lord Richard. Und ich habe den Venezianer gefunden. Ja. Alter. Das war jetzt gerade alles gleichzeitig. Also nochmal jetzt. Wir haben am Anfang Bauern. Und die brauchen halt verschiedene Bedürfnisse, müssen halt erfüllt werden. Also die haben jetzt Nahrung, die haben Gemeinschaft mit dem Marktplatz, die haben jetzt Most, also Bedürfnis nach Getränken, und die haben Bedürfnis nach Glauben, mit der Kapelle gestillt. Und dann können sie halt aufsteigen. Der Aufstieg kostet ein Holz und ein Werkzeug. Und jetzt werden die halt zu Bürgern. Genau. Bürger brauchen halt wieder mehr neue Sachen wie Kleidung und so weiter, um aufzusteigen. Und dann gibt es halt noch als nächste Stufe die Patrizier und danach noch die Adeligen. Aha. Ach, hier so. Sind die Bürger, okay. Ah, die haben wir jetzt schon. Ich glaube, ich stelle jetzt mal diese nervigen Meldungen aus, wenn das geht. Kannst du leiser machen, glaube ich. Interface. Was die jetzt alles hier für Tipps geben, Mensch. So, ich habe schon mal ein Steinmetz gebaut. Oh, sehr gut. Infosymbole. Hier ist jetzt Venedig. Aus. Zeige ich jetzt auch mal hier den Zuschauern. Tooltip-Verzögerung, bla. Mit Giacomo Garibaldi. Handelsmeldung aus. So. Tourbelegung passt. Ich würde mich gerne langsam mal um unsere Bilanz kümmern und ein paar mehr Häuser baue ich mal. Ja, sag mir, was ich bauen soll, und ich baue es. Wir bauen, Joshua, bauen wir dann einfach in der Linie weiter, also sozusagen so, und dann halt mit Straßen? Ja. Ja, ne? Soll ich auch noch ein Bauernhaus bauen? Ja, auf der anderen Seite, so wie ich, kannst du das parallel machen, sozusagen. Also, oh, nee, das hier. Haus war falsch. Nee, nicht so. Parallel. Ja, Ich hab gemeint parallel. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist so länglich auch, aber halt nur auf der gegenüberliegenden Seite. Genau. Soll ich die auch noch mit... Bau die jetzt gleichzeitig, oder was? Ja, wir haben kein Holz mehr. Ja. Ein Holz? Ich lasse ehrlich gesagt in der Mitte auch immer noch ein bisschen Platz für so Sachen wie später die Schenke und vielleicht die Kirche. Ach so, das könnten wir ja an den jeweiligen Ecken machen. Bauen? Ja, das stimmt. Also verstehst du so an... Aber wie viel Platz lassen wir an den Ecken, ist halt auch die Frage. Einfach erstmal komplett Platz lassen, nur erstmal solche Reihen hier ziehen. Ja, okay. Das würde ich erstmal machen. Soll ich mal so eine Hanfplantage machen? Ja, wir haben gerade Holz. Neben einem der Markthäuser? Oder warte, wo? Erstmal noch nicht, genau, wegen Holz. Sollen wir noch einen Holzfäller vielleicht bauen? Oder? Wir könnten natürlich auch gleich, wenn wir noch mehr Stein haben, unsere Kontore und Marktplätze upgraden, dass die mehr Handelskarten haben. Versteht ihr? Ja. Das ist eigentlich, denke ich mal, sehr sinnvoll. Als allererstes den Hafen, also das Hauptkontor. Ja, weil da ist auch sehr viel dran. Genau. Uns fehlt noch ein Holz, dann mache ich das. Und ein Stein noch. Dann bin ich bereit und baue den mal aus. So, Dennis, wo hast du überhaupt den Stein? Ich, hast, ne? Ja.
Wolfshafen. Kann man den Namen der Stadt eigentlich noch ändern? Ja. Ich weiß es. Echt? Man. Wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich gerade nur nicht, wo das ging. So, ach, wir haben jetzt ein rechts oben. Wie wollen wir diese nennen, unsere Stadt? Ich glaube, das besprechen wir, wenn die Folge zu Ende ist und wir. Genau, für die nächste Folge entscheiden wir das dann. Dann geben wir der Stadt einen Namen, einen vernünftigen. Genau. Ich habe schon ein paar Ideen, das können wir dann später noch besprechen. Okay. Ja, mir wird wahrscheinlich noch was einfallen. So. Sehr schön. Ich habe mal die Steuern von den Bauern auf glücklich gemacht, dann steigen die trotzdem noch auf. Ja, genau, das macht Sinn. Aber bring halt mehr. Ach so, nee, stopp. Oder? Ich dachte, die steigen nur bei voller oder steigen die auch bei glücklich auf? Wie war das? Bin mir dann nicht mehr sicher. Ach nee, die können nur dort einziehen, glaube ich, war das. Genau. Ah. Bei glücklich können sie noch einziehen und bei euphorisch steigen sie auf. Okay, dann habe ich das wieder zurückgestellt. Deswegen würde ich jetzt fast bei den Bürgern, und naja gut, die Bürger, wenigstens die, wo da sind, die könnten wir jetzt schon mal, ja, die sind ja schon oft glücklich, ja. Das passt. Ja, wollen wir vielleicht machen, dass wir die Aufstiegsrechte sperren und manuell jeweils die Häuser aufsteigen lassen? Weil dann haben wir vielleicht mehr Ressourcen, falls wir die mal brauchen, und nicht, dass die uns dann genau weggenommen werden, wenn die aufsteigen, wenn wir was bauen wollen. Also dann mach das mal. Müssen wir halt eins dieser orientalischen Gebäude bauen? Genau, wir haben jetzt dem Großvezier eine Geschenkurkunde gebracht und jetzt haben wir die Erlaubnis bekommen, im Orient Siedlungen zu bauen. Ich möchte die bauen. Oh, das würde ich vielleicht sogar erst noch mal ein bisschen warten, oder? Ja, wo soll ich das Schiff erstmal hinschicken? Wahrscheinlich zu der rechten für Gewürze, oder? Oder lieber zu unserer großen Hauptorientalsiedlung? Oh, nee, zu der Hauptoriental mit den Datteln und dem Ton und dem Indigo, diesen so ganz großen. Ja. Röschenhof. Da schicke ich jetzt erstmal das orientalische neue Schiff hin. Ja, das habe ich, den Kurs habe ich schon gegeben. Achso, okay. Soll ich mal eine Webstube bauen oder eine Hanfplantage oder sonst was? Ja, ich glaube, langsam könntest du eine Hanfplantage. Ich glaube, wir brauchen zwei Hanfplantagen, richtig? Dann ja. Ich baue mal die eine hier. Aber baue sie mal hier im Süden, genau da, richtig. Und du musst halt noch Felder anlegen. Noch die zweite? Die zweite. Ein bisschen, genau. Ja, jetzt noch die Felder. Es gibt so einen Trick, wie man machen kann, das kann ich euch versuchen mal zu probieren. Ja, kann ich euch versuchen zu probieren. Wir können ja wahrscheinlich später noch eine Stadtmauer bauen und sowas, ne? Das ist aber eben wichtig. Ja. Dann können wir wahrscheinlich die Produktionsbereiche außen machen und den, ich sag mal, Wohnbereich innen. Hey, warte mal, du hast jetzt vier Hanfplantagen gemacht. Nein, ich habe nur zwei. Ach, ich habe das. Ich habe nämlich diese eine Technik, wie man das platzsparender bauen kann. Ah, okay. Dann mach das mal, ja. Zeig mal. Dann kann Gamer jetzt, dann schau dir das mal an. Dann können wir, dann machen wir halt einfach. Wir so, sind halt einfach. Dann haben wir halt hier zwei zusammen gleich. Die verbindet man halt nur. So. Wichtig ist halt nur, dass es Wege zum Markthaus gibt. Und dass die halt jetzt, wie Joshua das gemacht hat, platzsparend gebaut werden. Genau, Gamer Jans, du kannst das ja nochmal so machen, dann können wir schon mal für genügend, dann haben wir halt schon mal zwei Webstuben dann. Okay, gut. Weil, dann, du musst wissen. Achso, soll ich das jetzt mit einer Webstube machen? Nee. Zwei, du kannst noch, oder? Joshua, der kann nochmal zwei Hanfplantagen bauen, oder? Ich habe jetzt mal die Bürger aufsteigen lassen. Bei mir hat sich gerade das Bauinterface geändert. Oh, wir brauchen. Ja. Mir fällt gerade auf, wir brauchen Werkzeug. Ja, das kommt jetzt als nächstes. Achso, ja. Okay, stimmt, bau erstmal nichts mehr. Gamer, ganz kurz. Du kannst eh nichts mehr bauen, wir haben kein Werkzeug mehr. Ich seh's. Wo ist denn unser Flaggschiff eigentlich? Bei der einen Insel dort unten, warte, bei dem, wo ich Aufstiegsrechte das gesperrt. Rechts unten, bei der Insel. Ja. Eine Frage, soll ich vielleicht mal einstellen bei unserer Heimatinsel, dass wir Werkzeug einkaufen? Weil wir können das nicht produzieren. Mach das mal. Ich habe jetzt nochmal beim Großvezier nochmal ein Werkzeug, was zur Verfügung stand, gekauft. Ich gehe jetzt aber nochmal mit unserem Flaggschiff zum Lord Northburg. Der hat nochmal neun Werkzeuge. Das heißt, wir müssen als nächstes echt schauen, dass wir die Werkzeugproduktion in Gang bekommen. Dafür brauchen wir aber noch mehr Bürger. Und zwar, wartet, 240 Bürger. Wo sieht man? Ach, dort sieht man, wie viel wir haben. Okay, wir haben 184. Das heißt, wir müssen noch ein paar aufsteigen lassen. Mhm. Ja, dafür brauchen wir halt Werkzeug, ne? Ja, aber ich habe an sich noch mal ein paar neue Häuser gebaut. Wir können ja bestimmt auch irgendwie selbst Werkzeug herstellen. Ja, halt mit 240 Bürgern.
Genau, schau mal ins Game Alliance, schau mal ins Baumenü zu den Bürgern, also zu dieser zweiten Stufe. Ich habe diese Stufe nicht. Doch, doch, du musst ich hier Baumenü. Produktion 1, Produktion 2. Hä? Nee, warte, ich gehe mal auf Baumenü. Ich habe aus Versehen den anderen Knopf gedrückt. So, bei den Bürgern, ja. Was genau, das siehst du jetzt derzeit nur Hanf, Webstube, Steinmühle und Straße und das andere ist alles ausgegraut. Genau. Und jetzt schau mal, darunter kommen dann schon Köhlerhütte, Eisenschmelze und Werkzeugmacherei. Da steht, wir brauchen 240 Bürger. Erst dann können wir die bauen. Ja. So, und wir haben derzeit, wenn du beim Marktplatz mal drauf klickst, auf das obere von den zwei Symbolen, wo die Einwohner, wo so ein Mann und eine Frau zu sehen sind, da siehst du, wie viele Einwohner wir jeweils haben. 198 Bürger und 141 Bauern. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Bürger. Und dann geht es. So, ich habe jetzt... Ach nee, das ist das falsche Schiff. Ach, du hast schon mal Werkzeug, perfekt. Ich habe auch noch mal Werkzeug gekauft bei dem Richard. So, wie viel lassen wir noch aufsteigen? 4 Stück. Schön, dass du uns aushilfst, Richard. Ja, dann wollen wir gleich alle 10, dann haben wir es weg. Ja, ich würde jetzt... Das Werkzeug brauchen wir doch jetzt für die Betriebe. Ich habe halt noch Werkzeug gleich hinterher. Was kommt? Kommt noch mal 10 Stück. Wollen ja, wir dieses brauchen Schiff wir vom Großvisier vielleicht machen? Ach komm, ich habe jetzt einfach alle aufsteigen lassen. Wir haben noch genug Werkzeug gleich. Das unterschätzt. Wollen wir dieses Schiff vom Großvisier vielleicht mal auf Handel schicken? Das ist eine Möglichkeit. Ah, hier, jetzt ist die Werkzeugmacherei und das alles verfügbar. Genau, ja. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Und wir haben nochmal 9 gekauft sogar. Bei dem. Okay. Ja, das ist gut. Okay, soll ich dann direkt hier die Erzmine bauen neben dem Mosthof? Ja, aber ich würde sagen, dass wir das vielleicht in der nächsten Episode erst machen. Ja, genau, das stimmt. Uhr, das passt. Genau, ich würde auch sagen, wir haben jetzt hier so die ersten Schritte unserer lustig aussehenden Siedlung hier gebaut, finde ich, so ein Kreuz. Ja. Das passt wirklich hier zu dem Spiel. Gut, dann hoffe ich jetzt erstmal, dass ihr die erste Episode interessant fandet. Der Joshua nimmt ja auch auf, genau wie ich. Das heißt, ihr könnt auf beiden Kanälen das jeweils anschauen und dann werdet ihr in der nächsten, Folge sowohl den neuen Namen dieser Stadt erfahren, als auch dann die Eisenproduktion und die Werkzeugproduktion, die wir in Gang bringen wollen. Gut, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssele.